spielen wir Theater. Sag Leto, dass du mich gefangen hast und ihm auslieferst. Und du? Ich bin unbewaffnet, Hände gebunden. Sprichst du die Wahrheit, wird seine Reaktion dich bestätigen. Glaub nicht, dass ich dir traue. Denk an unsere Deckung, wenn du versuchst, was Dummes zu tun. Ich verstehe. Kaum. Sie beschmieren dir das Gesicht mit Honig und stecken es in einen Ameisenhaufen. Da heulst du so, dass dich noch die Reiter der wilden Jagd hören. Sind deine Unternehmungen alle so aufwendig? Warum befehlen wir Leto nicht einfach zu gestehen? Eid Feilmuen hier jeten werde. Erobere nicht durch Gewalt, sondern durch Kühnheit? Genau. Gehen wir. Sei vorsichtig. Leto ist unglaublich schnell. Naja. Willst du mir noch irgendwas sagen, bevor ich dich ausliefer? Ah, da steht er ja schon. Leto. Endlich. Geralt von Riva. Was suchst du hier? Ich komme, um zu verhandeln. Jovet, der Waldfuchs, hat sich tatsächlich greifen lassen. Ich hab dich unterschätzt. Wer bist du? Sag mir, wer du bist. Du erinnerst dich wirklich nicht? Diese Frage steht mir bis sonst wo. Es ist also wahr. Und gerade deinen Strich durch unsere Rechnung hatte ich gefürchtet. Ich bin Leto von Guleta, der Königsmörder. Genug, ihr Schatz, mach mich los! Für wen arbeitest du? Sag mir, für wen du wirklich arbeitest, und der Elf ist dein. Wir arbeiten für uns. Wer wir? Die Königsmörder. Es gibt noch mehr? Warum tötet ihr Könige? Demavent, Foltest, wer noch? Wer seid ihr, verdammt nochmal? Wir sind uns schon begegnet, Geralt. Weißt du das nicht mehr? Nein. Nein. Das vergesse ich nie. Hast mir das Leben gerettet, weißer Wolf. Was? Wir haben Schulter an Schulter gekämpft. Und jetzt kreuzen wir die Klingen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich Jorvid schon getötet hätte. Serret und Egan werden in ihrem Blut ersaufen. Glaube ich kaum. Ehe die Skoyatel im Pontatal merken, dass du nicht mehr am Leben bist, haben meine Leute ihre Aufgabe erfüllt. Serret und Egan, wer sind sie? Königsmörder, denen die Skoyatel im Pontatal in Obereddern geholfen haben. Es gibt noch mehr. Was verbindet dich mit Jorvet? Was tut ein Mensch in den Reihen der Skoyatel? Du kennst das Sprichwort. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Skoyatel sind meine Rachebrüder. Du wirst dich für den Königsmord verantworten. Du hast Foltest ermordet. Da kannst du dich nicht herauswinden. Der Einzige, der gesehen hat, wie er starb, bist du. Da kannst du dich nicht herauswinden. Ich werde dir den Kopf abschlagen. Warte, zieh. Wir müssen nicht kämpfen. Egal, stirb! Wenn du es so siehst, zieh! Genug mit der Farce! B3, Ende! Was? Versaut es mir doch nicht! Was treibst du da für ein Spiel? Eins, das du verloren hast. Was? Nein! Rosh! Was Gib machst mir mein du? Schwert! Gib ihm Waffe! Nein, 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 nein! Ich weiß nicht, ich... Oh, fuck! Bleib hier! Na! Verdammt, Mann! Ich muss dich töten! Versuch es. Ich bin kein König. Genau. Alles klar. Eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Oh, Junge! Offenbar weißt du noch, wie man kämpft. Okay, Leto. Warum
Du bist auch ein Hexer? Und du hast auch Gwen. Aber meins ist stärker. Los geht's! Na! Was? Ich kann dich auch nicht treffen. Genauso wie du mich nicht treffen kannst. Es ist vorbei! Jetzt komm ich! Da, da! Vergiss es! Na, na, ja, komm schon! Kämpf! Ah ja. Welches hält länger, deins oder meins? Oh, was? Bomben! Sehr interessant, mein Freund. Oh! Verdammt! Na, na! Komm schon! Komm schon! Oh! Feuer! Das kann ich auch! Na, nimm das! Du dreckiger Königsmörder! Sterb! Leto, du Bastard! Deine anderen Freunde werde ich auch noch die Köpfe abschlagen und sie präsentieren! Da. Du hättest aufgeben sollen. Komm! Na, da kannst du nichts mehr machen! Du hättest aufgeben sollen, du dreckiger Königsmörder! Na, na! Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten? Du ahnst ja nicht, wie viele bereit standen und mittun wollten. Und du meinst, dass sie alle dicht halten? Jorvels Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Du hast uns gerettet. Was? Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Meinst du, sie kann mich nach Edion teleportieren? Nein. Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Ich werde dich finden. Wir sehen uns in Edion. Ich werde dich finden. Verdammt, wir haben verloren. Wo ist Roche? Wir haben ein paar erwischt. Der Rest ist entkommen. Und Leto? Tot? Unterwegs nach Flotsam. Woher weißt du das? Er will Triss. Ich muss los. Bring ihn um, noch bevor er mit den übrigen Kontakt aufnimmt. Du hättest dem Deune nicht vertrauen sollen. Komm. Nein, Geralt. Wir können da nicht hin. Die Garnison. Natürlich. Mir war entfallen, was ihr für Krieger seid. Mettet Herde, Gwynplaine. Viel Glück. Das ist der Dank, dass ich dir das Leben gerettet habe. Okay, er hat sein Schwert fallen lassen. Kann ich das vielleicht nehmen? Ja. Gut. Ich habe ein neues Schwert. Und ich kann es sogar sockeln. 14 bis... Nicht schlecht. Dann nehmen wir das gleich mal und dann mal gucken, was wir hier noch sockeln können. Feuer plus 5 Schaden und was hat das denn hier? Schadensblocken und so. Erde, Vitalität. Nein, auch nicht okay. Nee, das ist echt eine gute Schwertrune hier. Hier, die nehmen wir. Gut, alles klar. Jetzt macht mein neues Schwert Feuerschaden. Gut gegen Menschen. Sehr gut. Was liegt hier noch? Ah, meine Spitzhacke. Die nehme ich auch wieder mit. Kann ich sonst noch irgendwas hier mitnehmen? Nee. Verdammt, wir müssen uns beeilen. Er holt sich Triss. Dieser verdammte Penner. So schnell wie möglich wieder nach Flotsam kommen, bevor er Triss sich holt und mit sich wegteleportiert. Oh, hier liegen aber viele Leichen. Und niemand hat was für mich dabei. Schade. Naja, egal. Zurück nach Flotsam.
Die Geschichte nimmt an Fahrt auf, finde ich. Immer interessanter. Hoffentlich bleibt es so interessant. Im ersten Teil war es so, dass sich die Geschichte auch so ein bisschen wieder so ein bisschen zurückgenommen hat und dann nicht mehr so interessant war. Aber bis jetzt finde ich es sehr interessant. Kampf gegen den Kairan. Der Verrat von Leto. Sehr geil. Aber jetzt auf nach Flotsam. Triss braucht unsere Hilfe. Wir haben es geschafft. Da ist der Nebel, ist ein Fluss. Ich muss so schnell wie möglich hin. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Wir zeigen diesem Anderling. Verdammt, was ist hier los? Ein Pogrom. Oh nein! Wir waren viel zu gut zu euch, Anderlinge. Gemästet haben wir euch mit unserer Plackerei. Oh mein Gott. Geil. Guckt mal, Leute, da ist noch so ein Widerboots. Was willst du hier? Geht auseinander. Geht in eure Häuser. Sofort. Was war das? Du Absonderling willst uns befehlen? Spieß den Mutanten auf die Gabeln. Oh, wieder welche, die Schläge brauchen und erstmal wissen müssen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich bin nicht irgendeiner. Ich bin Geralt. Der verdammte Hexer. Fuck, Mann. Lasst mich doch mal in Ruhe. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Hier! Brenne! So sieht's aus. Was zum Teufel? Triss! Ich komme! Ihr ermordet Unschuldige! Unschuldig? Geralt! Triss! Und jetzt, ihr guten Leute, kehrt ihr... Na, wie geht's weiter, Schankwirt? Meinen Sohn haben sie erschlagen. Meinen Sohn! Verfluchte Elfen, ihr Blut soll fließen! Ruhe! Nicht das Blut dieser Elfen. Dein Sohn hat mit den Skoyatel gekämpft und die haben ihn getötet. Alles dieselbe Brut. Die Elfen sind alle gleich. Ruhig. Krieg dich ein, dann kannst du vielleicht noch einen zeugen. Also, was ist nun? Irgendwann findet dich einer, der besser ist als du, Wechselbalg. Euer Glück, ihr elfischen Schweinehunde. Aber wir erwischen euch noch. Kommt, Leute. Danke, Gwynplaine. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Befehlshaber brauchen doch dauernd Sündenböcke für ihre eigenen Fehler. Und das Volk will Unterhaltung, ob fröhlich oder blutig. Diese Stadt wird nicht mehr dieselbe sein. Hier ist die Zeit der Verachtung schon gekommen. Leider. Hast du Triss gesehen? Wir müssen Triss finden. Weißt du, wo sie ist? Sie wollte zu Sheila. Die hat eine Kammer im Wirtshaus gemietet. Ich habe ihr von dem Megaskop erzählt, an dem Soltan gearbeitet hat. Okay. Wie hat es angefangen? Wie konnte es zu diesem Pogrom kommen? Angeblich ist das die Rache für die Soldaten, die mit Roche gezogen sind. Aber das waren Halunken. Von Loredo bezahlt und von keinem beweint. Jedenfalls sind spontane Unruhen ausgebrochen. Loredo guckt zu und mimt den Unschuldigen. Aber es sind seine Spirren, die die Leute aufstacheln. An der Spitze der Meute sah ich Soldaten in Zivil. Naja, du kannst ihm nichts beweisen. Das habe ich auch nicht vor. Okay. Warum unternehmen die Wachen nichts? Ihre Kameraden wurden von Eichhörnchen erschlagen und Loredos Befehl zum Eingreifen fehlt. Okay, gehen wir Triss suchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Komm. Gut. Beeilen wir uns.
Wie im Schlachthaus. Die Zeit der Zweifel schwindet schnell. Ich helfe ihm. Auseinander! Lasst ihn in Ruhe! Was ist das denn für ein Sonderling? Das ist dieser Hexer! Auseinander mit euch! Schlagen wir uns, Rindviecher. Lasst ihn in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Mensch, das sind doch unsere Nachbarn. Lasst uns nach Hause gehen. Genau. Vielen Dank, Herr. Kein Problem. Ich habe die Klinge schon zwischen den Rippen gespürt. Wir haben ihnen überhaupt nichts getan. Ja, ich weiß. Wie können sie? Ja. Ich weiß. Dankt mir später. Ich muss erst nach Triss gucken. Sie sind nur stecken. Blut. Mach an. Übles. Mach schon auf. Verdammt. Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Sehen wir nach. Vielleicht sagen uns die Spuren was. Oh nein, wer liegt da? Wer ist das? Sheilas Leibwache. Genickbruch. Wunden hat er keine. Das ist nicht sein Blut. Triss ist rein, hat dem Leibwächter den Hals umgedreht und sich anschließend verletzt. Nee, das ist Quatsch. Würde ich auch mal sagen. Eine Nachricht. Vielleicht sagt die ja irgendwas. Was für ein Durcheinander. Alles im Chaos. Jemand hat hier nicht viel Federlesen gemacht. Verstehe ich nicht. Hier muss noch jemand gewesen sein. Ja. Aber wer? Da ist viel zu viel Blut. Haben sie sich weggebeamt? Was ist das? Wetterschwarm, sieh mal. Was ist denn das? Das ist ein Guckloch. Da drüben ist das Bordell. Vielleicht hat die Puffmutter gesehen, was hier passiert ist. Komm. Okay. Puffmutter, was ist passiert? Wir haben geschlossen. Kommt später wieder. Sie haben mir ein Mädchen getötet. Das ist Dere. Geralt, das war ihre Kammer. Was ist geschehen? Sie haben sie umgebracht. Gestern mochten sie sie noch, tranken Wein mit ihr, sagten ihr, wie hübsch sie sei. Heute sind sie zu fünft gekommen, im Blutrausch, mit hässlichen Flüchen auf den Lippen. Hatte sie gerade einen Kunden? Nein, sie war bei mir. Was glotzt ihr so? Ich wollte sie beruhigen, trösten. Das geht uns nichts an. Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, was in der Kammer nebenan geschehen ist. Ich habe das Guckloch gefunden, aber ihr wart beschäftigt. Das waren wir, bis wir das Gespräch hinter der Wand bemerkten. Sonst hat Sheila immer einen Zauber geworfen, dass man nichts hören oder sehen konnte. Aber diesmal nicht. Wir haben gespäht. Ich sah die rothaarige Zauberin und Cedric, unser versoffenes Ex-Eichhörnchen. Die Rothaarige trat vor den magischen Spiegel und sagte, wollen sehen, mit wem die Eiskönigin zuletzt gesprochen hat. Sie meinte Sheila. Mhm. Das war sogar mir klar. Die Rothaarige fuchtelte und rief ein Zauberwort. Darauf erschien ein Mann in der Kammer. Er sah so schlimm aus, dass Dere aufschrie. Als ich sie weggeschubst hatte, war noch jemand im Zimmer. Eine Frau. Triss nannte sie Philippa. Grüß dich, Philippa. Triss, hübsch siehst du aus. Was zum Teufel? Was treibst du da mit Sheilas Megaskop? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wäre. Da könntest du sie auch gleich um ihre Zahnbürste bitten. Sie weiß nichts davon. Worüber hast du mit Sheila gesprochen? Ist das nicht klar? Zwei Herrscher des Nordens sind tot. Wir haben über die Entwicklung der Ereignisse geredet. In Temerien herrscht Chaos. Ich habe meinen Einfluss verloren. Der Frieden, den ich mühsam in all der Zeit aufgebaut habe, ist dahin. Was wollt ihr tun? Was hat die Loge beschlossen? Schließlich wurde sie geschaffen, um die Interessen der Magie zu wahren. Wir passen uns der neuen Ordnung an und nutzen die Situation.
5 Jahre Arbeit umsonst. Der zintrische Frieden hängt am seidenen Faden. In Temerien steht ein Bürgerkrieg bevor. Was gibt's da zu nutzen? Die Urheber müssen gefunden und bestraft werden. Nun komm mal wieder runter, Rotznase. Mangoldschale und Politik. Das eine soll man so kalt genießen wie das andere. Kalkulieren. Nicht von Emotionen hinreißen lassen. Foltes machen wir nicht wieder lebendig. Hör auf, dich als Rächerin aufzuspielen. Wir müssen klug und überlegt handeln. Die Lage nutzen. Verstehst du? Dann hilf mir wenigstens, den Hexer zu entlasten. Hör endlich auf, mit der Muschi zu denken und reiß dich zusammen. Der Hexer kommt schon zurecht. Denkst du, dieses Mädchen... Saskia, die Drachentöterin. Sie soll den Drachen besiegt haben. Kann sie Henselt widerstehen? Schwierig. Aber das Mädchen hat schon andere Wunder vollbracht. Dann ist der Krieg unvermeidlich? Henselt kann man nicht umstimmen. Na toll. Was tut Sheila in Flotsam? Was will Sheila in Flotsam? Das ist delikat. Henselt hasst Zauberinnen. Aber wir brauchen jemanden an seinem Hof. Ich weiß. Sein einziger Sohn fand vor 3 Jahren bei einem Jagdunfall sein Schicksal. Einen weiteren Erben konnte der König nicht zeugen, so sehr er sich auch abgerackert hat. Sheila behauptet, sie könne die schlappe Rute des Monarchen wieder erstrammen lassen. Mit sehr seltenen Ingredienzen. Die sie sich aus dem Kairan holen will. Genau. Und dann wird wieder eine Zauberin zur Rechten des Königs sitzen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Das ist also der Plan. Was ist mit Triss geschehen? Ritter Sporn, wer ist Philippa? Ritter Sporn, weißt du, wen sie meint? Wer ist Philippa? Philippa Eilhardt, Zauberin und Beraterin König Radovitz von Redanien. Sie hat die Meisterschaft in der verstunkensten aller Küchen erreicht, in der Politik. Sie ist durch und durch amoralisch, völlig frei von Skrupeln. Einfach sensationell. Ich hörte das Gerücht, sie sei beim redanischen Hof in Ungnade gefallen. Wenn das stimmt, hat sie sicher selbst die Fäden gezogen, weil sie die Stadt verlassen wollte. Aha. Was ist mit Triss geschehen? Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gespräch gehört, von dem ich dir erzählt habe. Dann sind die Mörder gekommen. Mich haben sie getreten und Dere erstochen. Aber auch nebenan gab es Kampflärm. Die Zauberin hat geschrien. Als die Mörder nach weiteren Opfern suchten, habe ich nach draußen geschaut. Ich glaube, ich habe Cedric gesehen auf dem Weg durch die kleine Gasse zum Wald. Er wankte. Danke, Garvena. Du hast was gut bei mir. Warte, Hexer. Gib Jorvet diesen Brief. Einen Brief? Das sind die Namen von Deres Mördern. Jorvet versteht schon. Okay. Spionierst du für Jorvet? Spionierst du für Jorvet? Ich helfe ihm von Zeit zu Zeit. Gib ihm einfach den Brief. Mal sehen. Ich kann nichts versprechen. Ritter Sporn, warte hier auf mich. Ich suche Cedric. Das ist Cedrics Blut. Okay. Ich werde ihn finden. Alles klar. In dieser zerstörten Stadt soll ich Cedric finden? Das ist echt gut. Aber wo soll ich suchen? Elena, Quest nicht erfüllt. Oh. Okay. Naja, egal. Wir können nicht alle Quests erfüllen. Hier brennt alles lichterloh. Wo könnte Cedric hingegangen sein? Noch mehr Menschen. Ich muss ihnen nicht unbedingt begegnen. Und einen Kampf herausfordern. Alle tot. Was für ein Gemetzel. Was ist hier? Ja, fühlt ihr euch jetzt so stark, dass ihr ein paar Anderlinge getötet habt? Verdammt. Wo könnte er sein? Pah. Was, pah? Meinst du, du bist was Besseres? Ach, egal. Vielleicht ist er hier irgendwo. Cedric! Hier geht's auch nicht mehr weiter. Nein. Wettlauf mit der Zeit, ja.
Ist der irgendwo hier in der Stadt? Oder ist er zu Jorvet? Ah, ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal noch ein bisschen hier oben suchen. Oder liegt er hier irgendwo? Wo könnte er sein? Auf jeden Fall da, wo keine Menschen sind. Hey, Händler! Na, du willst mir nur was verkaufen. Ich dachte, du kannst mir irgendwas sagen. Was ist los? Achso, ihr schlaft und seht das alle gar nicht, ja? Dann gehe ich einfach mal rein. Ach so, hier macht ihr Party und fühlt euch alle so toll und gut. Schweine, ich will zu Reloredo. Ach, da steht er ja. Was gibt es Neues, Hexer? Was ist los? Was hast du denn hier gemacht? Bist du denn des Wahnsinns? Ach so, davon kann ich gar nichts sagen, okay? Die Stadt versinkt da draußen und er bleibt ganz cool. Was gibt's Neues, Hexer? Toll.